Also ich sage Ihnen gleich, die Schiffe laufen nicht auf den Schienen, ne? Da kommen ganz viele hier auf so eine Frage, ne? Die Schiffe müssen auf den Schienen laufen, ist aber hier nicht. Ne? Wer das gerne möchte, wenn Sie mal ein bisschen links vorausschauen, da haben wir die nächste Schleuse, da müssen wir auch nochmal durch, wer möchte? Keiner mehr? Okay. Ja, hier waren wir schon einmal, der Kreis ist geschlossen, ne? Langsam zurück wieder zum Anleger. Ne? Links hier oben, zwischen den Bäumen, so auch so ein weißes Gebäude hier drinnen, auch immer eine Hausmarke von 1622 mit einer weiße Taube drinnen. Die älteste Hausmarke hier, Frischer, von 1622 mit einer weiße Taube. Ne? Früher gab es keine Hausnummern, da gab es Hausmarken. Lederbürger hat hier in Frischer seine eigene Hausmarke, denn hier gab keine Hausnummern, Hausmarken. Ne? So, die letzte Schleuse, noch einmal wieder die Arme wieder rein zu nehmen, ne? So, da vorsichtig bei der Durchfahrt, ne? Hier links oben das gelbe Eckgebäude, hier links oben das gelbe Eckgebäude, die alte Synagoge von 1845 hier, ne? Die alte Synagogenschule, ne? So haben wir auch schon gesagt, den wird sie auch schon verlassen. Sind hier in der Binnenhafen drinnen. Der Binnenhafen hat ja einen Tiefgang etwa über 80 cm. Jetzt kann man hier durchlaufen ohne Probleme. Ne? Hier haben da früher auch die Fischerboote eben auch überwintert. Keinen Tiefgang, können die sehr gut an den Booten arbeiten. Man kennt ja auch das Spiel, das ist ein schönes Spiel, Schiffe versenken. Das kriegen wir da vorne gleich. Ich weiß, wer stärker ist. Aber wir sind ja heute nicht so, ne? Heute nur mitten in der Woche ist, ne? Wenn das jetzt morgen, heute Donnerstag gewesen wäre, hätte ich mir das noch mal überlegt. Ja, nee. Links hier oben, wir sind in den Straßgang rein. Wenn wir den Straßgang einmal ganz gerade durchschauen, sind einmal ganz kurz auf die dritte Kirche weg, nur ganz kurz zu sehen. Hier links oben einmal ganz gerade durch, kurz auf der linken Seite zu sehen. Die Remersrandkirche, ne? Die Remersrandkirche wurde auch aufgebaut 1624, eingeschützt im Jahre 1850, aber wieder neu aufgebaut 1854, ne? 1850, was ich angesprochen hatte, Dänemark gegen Schleswig-Holstein, das war hier oben der südliche Bereich, ne?